Salve! Ihr habt wieder ein Video aus meinem Anfängerkurs Italienisch ausgewählt. Mille grazie! Wenn ihr auf die Playlist guckt, dann seht ihr auch, in welcher Reihenfolge ihr am besten meine Videos lernt. In der Videobeschreibung seht ihr dann auch noch alle einzelnen Übungen beschrieben. Und wenn euch die Videos gefallen, freue ich mich natürlich über einen Abo und ein Like. Mille grazie! In der Kanalinfo seht ihr einen Link, dort könnt ihr die Vokabeln aus den Videos downloaden. Perfetto! Ciao! Ciao ragazzi! Oggi farò un video speciale, un video freestyle. Sono ancora in Italia, ich bin immer noch in Italien, in una cucina un po' che casino, würde da eine Mama sagen. Che casino, was für eine Unordnung, ja. Abbiamo cucinato. Und schauen wir mal, questa è una pentola. No, das ist kein Topf, Michele. Questa è una padella. Padella. Eine Pfanne. Und als Eselsbrücke gebe ich euch ein Paddel, ja. Also sollte euch beim Bootsfahren mal das Paddel kaputt gehen, dann nehmt eine Pfanne, ja, dann geht's weiter. La pentola, der Topf. E questo è un coperchio, ein Deckel. Okay, e qua abbiamo il forno, certo. Vielleicht habt ihr schon mal Lasagne al forno, ja, Pasta al forno. E qua, vediamo, che cosa abbiamo qua? Un macinapepe. Un piatto e un cucchiaio, eh? Tutto sporco, alles schmutzig heute. Un piatto, cucchiaio, macina pepe. Also, viva nochmal die Pfanne. Der Topf. Pfeffermühle. Teller. Löffel. A proposito Löffel, schauen wir doch mal, ma a propos Löffel, vediamo le posate. Le posate, was ist wohl le posate? Questo è un cassetto. Le posate, eh? Allora abbiamo coltello, cucchiaio, forchetta, dove sei? Forchetta e apri bottiglie e qualcos'altro? Ah, un cucchiaino, ein Kaffeelöffel. Allora, che cos'è questo? 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 Oh, da habe ich noch was. Das ist natürlich nicht in der Schublade, nel cassetto, sondern un tagliere, ein Brett zum Schneiden, von tagliare, tagliere. So, jetzt gehen wir mal zu den interessanteren Dingen. Oh, zu den interessanteren Dingen, i bicchieri. Ah, i bicchieri, altri bicchieri, bicchieri, ecco qua, bicchieri. Und das sind Weingläser, bicchieri da vino. Ah, un bicchiere di vino habe ich jetzt nicht, das ist noch zu früh für mich. Das ist ein Glas mit Wein schon drin. Und Bicchiere da Vino ist einfach nur ein Glas, das für einen Wein da ist. Und Bicchiere da Vino. Okay, poi abbiamo qua le stoviglie. Le stoviglie ist alles das, was ihr seht. Ein bisschen un po' sporco. Ja, Michele, che cosa hai cucinato ieri? Moment, jetzt setze ich mich mal hier hin. Tattinino. So, was habe ich denn gestern gekocht? Ja, schauen wir mal, ob ich hier so ins Bild passt. Ja, ho fatto le tagliatelle fatte in casa, hausgemacht, fatte a mano, e con un ragù classico alla bolognese. Wie wir das in Deutschland sagen, wir eine Bolo oder Bolognese. In Italien wird das oft ragù genannt. Okay, questo fatto, poi i fiori di zucchini, zucchiniblüten. Al parmigiano, fritti al parmigiano, rausfrittiert im Parmesan. Na, wie viene l'acquolina in bocca? Läuft euch das Wässerchen im Mund zusammen, sagen die Italiener. Eh? Mi viene l'acquolina in bocca. Okay. Continuiamo. Le stoviglie, das Geschirr und le posate, das Besteck. Was war jetzt nochmal das Besteck? Und das Geschirr. Und dann haben wir hier la lavastoviglie.
Ah, die Geschirrspülmaschine, la lavastoviglie. Guardiamo nel frigo? Nel frigo, in den Kühlschrank? Che cosa c'è qui nel frigo? Ok, vedete? Per esempio, abbiamo burro. Il burro. Oh, la pasta. Ah, la pasta fatta in casa. Das ist noch l'impasto, der Teig, l'impasto. Ok? Più. Abbiamo il peperone qua. Paprika. I pomodori. La cipolla. Also nicht cipolla oder sowas ausspreche, sondern la cipolla. Queste sono le cipolle di Tropea. Tropea ist ein Ort in Kalabrien. Sind sehr bekannt in Italien. Sono buonissime. Ok, basta con il frigo. Ok, questo è tutto. Ich hoffe, ihr habt ein paar Wörter gelernt. Mal schauen, wie dieses Freestyle-Video ankommt. Ciao, alla prossima. Una pentola. No, das ist kein Topf, Michele. Questa è una padella. Questa è la pentola. Das ist die Pfanne. Die Pfanne. E Michele, ma tu hai bevuto un po' di vino ieri? Hast du ein bisschen Wein getrunken gestern? Sì, un pochettino di più. Ein bisschen mehr. Ok, la pentola, die Pfanne. Bitte rausschneiden, ja?